Schön, dass ihr da seid. Für euch, für manche von euch der erste Tag an der Uni. Das schon, erinnert mich selber, wo ich das erste Mal an der Uni war. Ja, ich bin ja schon kurz vorgestellt worden. Also ich bin der Daniel hier, der Typ auf dem Bild. Der andere ist ein Neandertaler. Ich komme aus der Nähe vom Neandertal. Vielleicht erklärt das, warum wir uns so ein bisschen ähnlich sehen. Also wie ihr meinem Akzent hört, ich komme aus Deutschland, so die Ecke Köln, Düsseldorf, den Rhein ein bisschen weiter runter. Habt ihr schon gehört, ich bin sogenannter Senior Scientist, also ein älterer Wissenschaftler an der ETH in Zürich. Mache nebenbei ganz viel so Sachen, anderen Leuten über Wissenschaft zu erzählen und auch anderen Wissenschaftlern beizubringen, wie man besser darüber erzählt. Ich war 2, 3 Jahre bei der NASA in den USA, bevor ich in die Schweiz gekommen bin. Habe auch ein bisschen mit Google und der NASA zusammen schon gearbeitet an so ein paar Projekten, wo es um artifizielle Intelligenz und Machine Learning gab. Also ein ganz bunter Strauß an Universitäten und Firmen und Institutionen, für die ich schon gearbeitet habe. Okay, genug zu mir. Heute geht es um Astrobiologie. Das haben bestimmt einige von euch noch nie gehört und denken vielleicht auch, oh, was ist das denn? Ist das irgendwas mit Horoskopen oder mit Biorhythmus oder sowas? Astrobiologie ist ein relativ neues Feld in der Wissenschaft und da geht es halt in erster Linie darum, herauszufinden, gibt es Leben im All? Wie entsteht Leben ganz allgemein, also nicht nur im All, auch wie ist Leben auf der Erde entstanden, wie lange überlebt Leben, unter welchen Umständen, also alle Fragen, die irgendwie mit Leben im Weltall zu tun haben, unter diesem Überbegriff Astrobiologie. Und wenn ich versuche, Leuten Astrobiologie zu erklären, fange ich immer an mit der Geschichte von den Blinden, die einen Elefanten finden. Vielleicht kennen von euch einige diese Legende. Es geht darum, 3, 4 Blinde finden einen Elefanten und wollen halt rausfinden, was ist so ein Elefant, worum geht es da bei diesem Elefanten? Und der Erste fasst irgendwie von die Stoßzähne an und denkt so, ja, also für mich, das fühlt sich an wie so ein Speer oder ein richtig spitzer Stock. Der Zweite fasst das Bein vom Elefanten an und sagt so, ja, also für mich fühlt sich das an wie ein Baumstamm. Und der Dritte fasst hinten den Schwanz an und sagt, ja, für mich fühlt sich an wie ein Seil, wo am Ende ein Pinsel ist. So jeder von denen hat halt nur so einen Teil von dem Elefanten verstanden. Und die müssen halt wirklich alle miteinander reden und sich einander austauschen, damit sie ein Bild von diesem ganzen Elefanten haben. Und so ähnlich geht es bei uns in der Astrobiologie. Wir können als Astrophysiker nicht alleine dieses Phänomen Leben im All verstehen. Wir müssen mit Biologen zusammenarbeiten, wir müssen mit Chemikern zusammenarbeiten, wir müssen mit Geologen zusammenarbeiten, manchmal sogar mit Soziologen zusammenarbeiten, um rauszufinden, dieser Elefant vom Leben im All, worum geht es da überhaupt? Also es ist wirklich so eine Sache, die kann nicht ein wissenschaftliches Feld alleine rausfinden und deswegen haben wir uns alle unter diesem Sammelbegriff Astrobiologie zusammengetan, um diese große Frage zu beantworten, wie läuft das denn überhaupt mit Leben im All und so weiter und so fort. Okay, haben wir das schon mal geklärt mit der Astrobiologie. Jetzt habt ihr natürlich im Titel schon die Aliens gesehen, ne? Und jeder will natürlich dann erstmal hören, was hat es denn mit den Aliens auf sich. Und ich habe direkt ein paar Bilder mitgebracht von Aliens, die es hier auf der Erde gibt. Nummer 1 ist der Blobfisch, kennen vielleicht einige von euch, war 2015, 2016 2 Jahre in Folge zum hässlichsten Tier der Welt gewählt worden. Ist aber eigentlich gemein, weil der lebt nämlich ganz tief im Ozean und da, wo der eigentlich lebt, sieht er ganz normal aus, also für einen Fisch. Der sieht halt erst nur so aus, wenn man den von da unten hochholt und der dann hier in unserem Druck so plötzlich so aufquillt und aufplatzt. Also eigentlich, wenn man den in seinem richtigen Lebensraum kennenlernt, den Blobfisch, dann sieht er gar nicht so hässlich aus. Und darum geht es halt auch bei diesen Aliens auf der Erde, was ich damit meine. Das sind halt Tiere, Lebewesen, Bakterien, die in super extremen Bedingungen unter der Erde leben können. Also deswegen nennen wir die Extremophiles, Extremophile, Lebewesen, die Extreme lieben. Und der Blobfisch ist halt so einer, weil der halt bei super, super hohen Drücken ganz, ganz tief im Ozean überleben kann. Also unter Drücken, wo wir sofort wie so eine Cola-Dose zerdrückt worden werden, findet der Blobfisch super. Der lebt halt in diesem extrem unter hohen Druck. Ein anderes Beispiel ist der Eisfisch. Der lebt in der Nähe von den Polen und der fühlt sich am wohlsten, wenn die Temperatur vom Wasser quasi 0 Grad ist. Also der lebt halt wirklich bei fast frierenden Temperaturen. Am anderen Ende der Temperaturskala ist dieser Pompeji-Wurm, der lebt an so Unterwasservulkanen. Und der lebt sich am besten, wenn das Wasser so 99 Grad, also kurz vorm Kochen ist. Also das sind wirklich so Lebewesen, die leben unter den extremsten Bedingungen, die für uns Menschen und das normale Leben in Anführungszeichen halt wirklich total extrem sind und nicht zu überleben sind.
diese Extreme, in denen die leben, unter hohem Druck, bei hohen Temperaturen, in der Wüste, wo es relativ trocken ist, im Eis, wo es super kalt ist, sind aber auch Situationen und Umgebungen, die vielleicht so ähnlich sind wie auf anderen Planeten, in unserem Sonnensystem, in anderen Monden, außerhalb von unserem Sonnensystem. Zum Beispiel könnte sowas wie der Eisfisch auf einem sehr kalten Eisplaneten überleben. Der Blobfisch könnte vielleicht auf einem Mond wie Enceladus oder Europa ganz tief unter der Eisschicht in einem Ozean unter hohem Druck leben. Der Pompeji-Wurm vielleicht auf irgendeinem heißen Ozeanplaneten. Deswegen ist es für uns und für Teile der Astrobiologie wichtig, diese Extremophiles, diese Extremophilen zu studieren, um daraus herauszufinden, wie vielleicht Leben auf anderen extremen Planeten aussehen könnte. Dann habe ich noch einen mitgebracht hier. Das könnt ihr euch vielleicht mal als Hausaufgabe aufschreiben und mal rausfinden, unter welchen extremen Bedingungen, in welchen Extremen dieser Tanea Solium lebt. Der Arzt im Raum hat es schon erkannt, der weiß Bescheid. Das ist schon ein kleiner Tipp für euch, was das vielleicht sein könnte. Der sieht auch schon so ein bisschen aus wie so ein Alien hier. Könnt ihr vielleicht mal googeln oder mal irgendwie anders rausfinden, unter welchen extremen Bedingungen dieses gut aussehende Tierchen hier lebt. Mein Lieblings-Extremophile ist aber der hier. Kennen vielleicht einige von euch das Wasserbärchen hier. Da ist ein großer Wasserbär-Fan. Das ist mein Liebling. Weil dieses Wasserbärchen oder Tardigrade, wie wir den nennen, der kann sich, wenn zum Beispiel mal kein Wasser da ist oder wenn der besonders hohen Strahlungen ausgesetzt wird oder es besonders heiß wird, kann der sich in so eine Schalenform hier reinpassen. Also quasi wie so ein mutanten Schildkröte, der kann dann plötzlich sich in diesen Zystenzustand umsetzen und ist dann in diesem Panzer hier eingesperrt und kann in diesem Zustand also alles überleben. Den kann man mit Röntgenstrahlen bestrahlen für Tage lang, den kann man in flüssiges Helium reinsetzen, monatelang durchs Weltall schießen, da überlebt der Wasserbär und dann schüttet man irgendwann Wasser drauf. Und dann ist er wieder happy und schwimmt hier rum. Und so ein Tier ist natürlich, also wenn wir irgendwie einen Miniaturastronauten designen würden, könnte man das fast gar nicht besser machen als diesen Tardigrade. Der hat ja quasi einen eingebauten Raumanzug, in den er sich reinsteckt. Schickst du irgendwo hin, tust Wasser wieder drauf, kommt er wieder zurück. Insofern ist das halt wirklich auch so ein Tier, an dem wir ganz viel studieren können. Wie kann man im Weltall die Strahlung überleben, wie kann man unter extremen Bedingungen überwintern sozusagen in dieser Zystenform. Deswegen auch eins von den Tierchen, dieser Wasserbär, den wir besonders studieren in diesem ganzen Kontext von Astrobiologie. Dann gibt es vielleicht ein paar von euch, die haben Per Anhalter durch die Galaxie schon gelesen, wenn nicht, sehr empfohlen, ein ganz tolles Buch. Da geht es halt darum, dass eigentlich die Delfine die schlausten Lebewesen, also eins von ganz vielen Themen ist halt, dass die Delfine eigentlich die schlausten Lebewesen auf unserem Planeten sind. Und gerade als ich so bei der NASA war, haben alle mich mal gefragt, ja, ihr habt doch bestimmt da irgendwelche Aliens, kleine grüne Männchen im Keller, mit denen ihr immer redet oder ihr schickt da mit euren Teleskopen irgendwelche Nachrichten. Und meine Antwort ist dann meistens, guck mal, wir können noch nicht mal mit dem nächst intelligenten Leben auf unserer Erde kommunizieren. Wir können nicht mit Delfinen reden, wir können nicht mit Schimpansen reden. Und die sind aus dem gleichen Wasser gebaut, die essen das gleiche, die haben die gleiche DNA, die trinken das gleiche Wasser, essen die gleichen Bananen. Und selbst mit denen können wir uns vielleicht so gerade unterhalten. Manche denken vielleicht, die können sich mit ihrem Hund oder der Katze unterhalten, aber so richtig unterhalten mit dem gleichen Leben auf unserer Erde können wir nicht. Und dann wie krass muss es denn dann sein mit irgendwelchen Außerirdischen, die auf ganz anderen Chemie beruhen, die von ganz anderen Planeten kommen, sich zu unterhalten. Und da gibt es tatsächlich auch Forscher in diesem großen Bereich der Astrobiologie, die sich um Linguistik kümmern. Also die studieren die Sprache von Lebewesen, die studieren zum Beispiel Delfinsprache, studieren zum Beispiel Walgesänge, um daraus zu lernen, wie man vielleicht eines Tages mit außerirdischen Zivilisationen reden kann. Also das ist wirklich richtige Forschung, die gemacht wird. Und da seht ihr schon unter diesem, wie wir gerade schon besprochen haben, unter diesem Deckmantel von Astrobiologie, kommen halt ganz viele Leute zusammen, also sogar Linguisten, Leute, die sich um Sprache kümmern, sind Teil von dieser großen Community. Also man muss da nicht Naturwissenschaftler sein, um bei der Astrobiologie mitzumachen. Okay, dann haben wir jetzt mal so ein bisschen das mit den Aliens hoffentlich geklärt, das mit der Astrobiologie auch schon mal so ein bisschen klar gemacht, worum es da geht. Jetzt wollte ich ein bisschen darüber reden, was ich so mache, also so meine Arbeit als Astrophysiker. Was ich dann immer so sage, ist, ich bin ein Astronom, ein Astrophysiker und ich bin gerne
hoch, ich kletter gerne hoch. Und was ich damit meine, ist zum Beispiel Teleskope. Die bauen wir natürlich immer sehr hoch auf den Bergen. Hier seht ihr mich beim Dabbing in Hawaii und in Chile. Das sind so zwei, drei von den besten Plätzen in der Welt, um solche Teleskope zu bauen. Dann gibt es, wenn wir noch höher wollen, also ich meinte ja schon, wir steigen gerne hoch als Astronomen, klettern gerne so hoch wie möglich, wie es geht. Und wenn uns auf den Bergen oben nicht hoch genug ist, dann bauen wir sogar Teleskope, die wir ins Weltall schicken. Hier seht ihr zum Beispiel das Cheops-Teleskop, Characterizing Extrasolar Exoplanet Satellite. So diese Abkürzungen bedeuten immer irgendwas. Da stehen Wissenschaftler immer super drauf, so Abkürzungen zu machen. Das haben wir in Bern gebaut, also größtenteils in Bern an der Uni, im Keller bei mir damals als ich noch an der Uni Bern war, im Keller bei mir unter meinem Büro, haben wir das zusammengeschraubt, ist vor knapp 2 Jahren ins Weltall geschossen worden und liefert uns super Daten. Und dann hier neben das James Webb Space Telescope, das nächste große sogenannte Generationenteleskop der NASA. Ein paar von euch kennen vielleicht das Hubble-Teleskop, haben schon mal davon gehört, was das Super-Teleskop war die letzten 25 Jahre. Und das ist so ein bisschen der Nachfolger, das nächste große Flagship-Mission nennt die NASA das. So alle 20, 25 Jahre baut die ein Super-Teleskop und das ist halt das nächste, was kommt. Das ist halt riesengroß und fliegt hoffentlich, Ende des Jahres wird es hoffentlich ins All geschossen. Da habe ich nochmal Bilder von mir mitgebracht, damit ihr so ungefähr eine Idee von der Größenordnung habt. Also hier seht ihr mich, das war noch vor Corona, das hat mit Corona überhaupt nichts zu tun gehabt. Die Masken und die Bunny Suits, die wir da anziehen mussten, weil wir da in einem Reinraum sind. Haben vielleicht manche von euch mal gehört, das sind so Räume, die sind super sauber. Da ist kein Staubkorn drin, da ist wirklich alles super sauber, weil man da wirklich aufpassen muss, dass mir jetzt nicht zum Beispiel ein Haar aus meinem Schnurrbart fällt und dann auf den Spiegel, den ihr hinten seht, vom Teleskop fällt und dann sieht man auf jedem Bild vom Weltall immer mein Schnurrbarthaar. Deswegen muss man halt solche Dinge halt in immer super, super sauberen Umgebungen machen. Und deswegen sind wir halt hier so eingepackt in diesen Bunny Suits und mit Maske in dem Reinraum. Und dann seht ihr hinten dieses kleine Ding hier, das ist der Spiegel, mit dem wir das Licht sammeln im Cheops-Teleskop. Ist so ungefähr 30 Zentimeter, also die Größe hier. Und dann seht ihr hier auf der anderen Seite, das bin auch wieder ich, und dahinter ist auch ein Reinraum. Das ist einer der größten Reinräume in der Welt, an dem NASA Center, wo ich vorher gearbeitet habe. Und hier seht ihr den Spiegel von diesem James Webb Space Teleskop. Das ist 6,5 Meter groß, also wäre schon am Boden ein Riesenteleskop. Und das ist goldbeschichtetes Beryllium, also super teuer auch, ne? Hier diese ganzen Spiegelplatten. Und dieses Teleskop ist, wie gesagt, auf dem Boden wäre es schon ein Riesenteleskop. Aber im Weltall wird es eins der größten Teleskope sein, die wir jemals dahin geschossen haben. Und das ist tatsächlich sogar so groß, das passt gar nicht voll ausgeklappt in die Ariane 5 Rakete rein. Und deswegen mussten wir das Teleskop so bauen, dass sich das, wenn wir es einmal hochgeschossen haben, also das fliegt halt hier so eingeklappt in der Rakete, seht auch auf der anderen Seite, ne, so eingeklappt in der Rakete und noch dann über mehrere Wochen tatsächlich, also das, was hier so ein bisschen im Zeitraffer dargestellt wird, klappt sich das Teleskop halt so alle möglichen Teile aus. Erst wird hier so dieses Sonnenschutzschild ausgefahren, dann seht ihr nachher, wie sich die Spiegel ausklappen. Also ein bisschen wie so ein Transformer, ne? Kennt ihr ja vom Spielzeug, ne? Fängst an mit so einem eingepackten Ding und dann transformt sich das irgendwann in so ein Riesenteleskop hier. Und das ist halt wirklich dann eins der größten Teleskope und ist natürlich für uns Astrophysiker auch super aufregend, ne? Erstmal wird es Ende des Jahres mit der Rakete hochgeschossen, dann sind natürlich alle am Fiebern vom Video, ob die Rakete auch alles richtig macht und alles in den richtigen Orbit geschossen wird und nichts explodiert beim Start. Und dann sitzen wir natürlich auch nochmal 2 Wochen und hoffen, dass da jeder Schritt, jede Schraube, jeder mechanische Schritt in diesem Ausklappen halt auch wirklich funktioniert. So viel zu diesem James Webb Space Teleskop. Okay, dann bevor wir eine kleine Pause machen mit einem bisschen Quiz für euch, nochmal kurz zu klären, warum gehen wir denn so hoch? Warum wollen wir denn immer mit den Teleskopen in die Berge oder mit den Teleskopen sogar ins Weltall? Habt ihr irgendeine Idee? Will jemand mal raten? Ja. Ja, klar, wir wollen das Weltall kennenlernen, aber im Prinzip, das kann ich auch von unten. Warum muss ich denn da für höher gehen? Du hast eine Idee? Das ist eine gute Idee, das kann man am Anfang auch denken. Klar, ich bin da näher dran. Aber die Sache ist, wenn sowas irgendwie 300 Milliarden, Millionen Lichtjahre weg ist und ich gehe dann irgendwie 1 Kilometer näher ran, das macht nicht riesen Unterschied. Noch jemand eine Idee?
Genau, sieht man auch hier, ne? Sieht hier diese Erdatmosphäre, dieser kleine blaue Film über der Erde. Das ist halt das Problem. Also ihr könnt die Arme runternehmen, das war schon die wichtigste Antwort. Oder habt ihr noch andere Ideen? Also das ist nämlich genau der Grund. Wenn man sich überlegt, du bist so ein Lichtteilchen, so ein Photon, du fliegst für Millionen von Lichtjahren durchs Weltall, hier, da ist nichts, ne? Das ist wie auf der Autobahn fahren. Und dann auf diesem letzten Stück, wenn es durch die Atmosphäre geht, runter und dann noch durch die Wolken und dann runter auf den Boden in unser Teleskop, da wird man halt abgelenkt, absorbiert, reflektiert und was nicht alles mit dem Licht passiert. Und deswegen ist, je höher wir kommen, desto weniger Ablenkung für unsere Lichtteilchen. Je höher wir die in der Atmosphäre abfangen, desto besser. Und dann gibt es sogar noch spezielle Lichtteilchen. Also manche von euch haben ja schon mal gehört, so das Spektrum, und es gibt auch sowas wie UV-Licht und Infrarotlicht und Radiowellen und Röntgenwellen. Wenn man sich dieses ganze Spektrum von Licht anguckt, dann sieht es nämlich noch schlimmer aus, weil so manches Licht gar nicht bis nach unten kommt. Also wir kennen so dieses optische Licht, dieses, was hier so wie ein Regenbogen aussieht, das ist das Licht, was wir auch mit unseren Augen erkennen können. Das geht halt wirklich bis auf den Boden runter. Ich meine, sonst würden wir uns auch nicht sehen, weil das Licht geht natürlich durch die Luft durch. Dann gibt es noch hier diese Radiowellen, die gehen auch durch die Luft durch. Also Radioteleskope, die funktionieren auch am Boden. Aber alles andere müssen wir echt nach oben gehen. Ihr kennt vielleicht, haben einige von euch gehört, die Ozonschicht. Ne? Die Ozonschicht fängt ja das UV-Licht auf. Deswegen können wir an den Strand gehen und verbrennen nicht sofort in der Sonne. Das heißt aber auch, wenn ich ein UV-Astrophysiker bin und ich will UV-Licht mir von Sternen angucken, das kommt ja dann auch nicht bis auf den Boden. Das heißt, wenn ich mir UV-Licht von Sternen angucken muss, muss ich einen Satelliten bauen, der höher fliegt als die Ozonschicht. Und das sind halt genau die Gründe, warum viele von diesen Teleskopen ins Weltall geschossen wird, weil dieses ganze Licht hier irgendwo hoch in der Atmosphäre abgelenkt wird. Und das war jetzt der erste Teil von der Vorlesung. Und wenn ich das jetzt alles hier hinkriege, dann switche ich jetzt mal kurz zu einem kleinen Quiz. So für die, die jetzt schon fast am Einschlafen sind, zum Aufwachen, habe ich ein Quiz mitgebracht. Genau, und zwar geht es da um Mikro oder Makro. Wir haben ja jetzt schon gesagt, so Astrobiologie, da kommen Biologen zusammen, da kommen Astrophysiker zusammen, da müssen ganz viele Leute mit ganz vielen Talenten zusammenkommen. Und hier testen wir mal so euer Talent, um so Sachen zu beobachten. Und hier geht es halt auch einerseits um ganz kleine Sachen. Wir haben auch schon gesprochen, es geht so im Mikroskop, sich irgendwelche Wasserbärchen anzugucken. Aber es geht auch darum, sich mit großen Satelliten Bilder vom Satelliten anzugucken. Und das ist so ein bisschen, was wir hier testen. Ich werde euch ein paar Bilder zeigen, 10 Bilder zeigen. Und dann müsst ihr raten, ob das ein Mikro- oder ein Makrobild ist. Also ob das Bild entweder von einem Satelliten aufgenommen worden ist oder mit einem Mikroskop aufgenommen worden ist. Nummer 1, Mikro oder Makro? Also schreibt ihr auf, Nummer 1. Ja, jetzt schreiben wir noch auf und dann, wenn ich gleich die Lösung sage, könnt ihr alle wie wild eure Rateversuche reinschreien, okay? Also Nummer 1, 5 Sekunden noch. Okay, wir gehen gleich nochmal schnell durch. Nummer 2, Mikro oder Makro? Mikroskop oder Satellit? Schnell aufschreiben. Alles klar? Nummer 3, Mikro oder Makro? Satellitenbild oder Mikroskopbild? Okay, Nummer 4, Satellitenbild oder Mikroskopbild? Klein oder riesig? Okay, Nummer 5, Satellitenbild oder Mikroskopbild? Alles klar, Nummer 5. Mikro oder Makro? Mikroskop oder Satellit? 6, genau. Nummer 6. Dann Nummer 7. Alle Nummer 7 geguckt. Nummer 8. Satellitenbild oder Mikroskopbild? Und Nummer 9, Satellit, Mikro oder Makro? Und Nummer 10, das letzte, Mikro oder Makro? Okay.
jetzt mache ich nochmal einen Schnelldurchlauf. Nochmal ganz schnell. Könnt ihr nochmal eure, was ihr aufgeschrieben habt, schnell checken, ob ihr euch auch sicher seid. Also Nummer 1 war das hier. Nummer 2. Ne, schneller Doppelcheck, dass ihr auch nicht verrutscht seid mit den Nummern. Nummer 3. Nummer 4. Nummer 5. Nummer 6. Nummer 5 ist crazy, sage ich nur mal schon mal. Nummer 6. Nummer 7. Nummer 8. Nummer 9 und letzter Double Check Nummer 10. Okay, jetzt wer will, kann mit seinem Nachbarn oder seiner Nachbarin tauschen zum gegenseitig korrigieren. Aber ihr könnt auch, wenn ihr nicht wollt, nur euch selber checken. Also ihr müsst jetzt nicht unbedingt, geht ja auch um nichts. Also geht hier um keine Noten, einfach nur zum Spaß, wer wie viel richtig hatte. Also wenn ihr wollt, könnt ihr kurz tauschen zum Berichtigen, aber ihr könnt euch auch selber korrigieren, wenn ihr wollt. Alles klar? Auch nicht zu viel Aufwand treiben, einfach euer nächster Nachbar tauscht dafür und zurück. Okay, jeder jemanden gefunden? Okay, dann fangen wir mal an mit der Korrekturrunde. Nummer 1, das ist Makro. Das sind kleine Seen in der Wüste Gobi, in der inneren Mongolei in China. Also das ist ein Makrobild vom Satelliten. So, wer will Nummer 2 raten? Nummer 2 ist Mikro. Crazy, right? Das sind, sieht aus wie irgendwie Felder oder Flussbetten, aber das ist ein politisches Mineral unter dem Mikroskop. Okay, Nummer 3, Makro. Das ist ein, was? Alles falsch. Ja, das ist ein Gletscher, der in der Antarktis, ein Gletscher, der so ins Meer schwimmt, dann sieht man, wie hier so die Eisberge abbrechen. Das ist aus Satellitenbild. Nummer 4. Das sind Wolken. Makro, auch ein Satellitenbild, das sind Wolken über dem Südpazifik. So sehen die Wolken aus, wenn man von oben mit dem Satellit drauf guckt. Okay, jetzt Nummer 5. Das ist ein verrotteter Zahn von einem Menschen. So sieht Karies aus, wenn er das unter dem Mikroskop anguckt. Jetzt putzen sich auch alle die Zähne, nachdem man das gesehen hat. Ne? Okay, Nummer 6. Das ist die Oberfläche von einem Schlangenei. Also so sieht ein Schlangenei im Mikroskop aus, wenn man sich das anguckt. Okay, Nummer 10, das ist das Innere von einem Leopardenfrosch. Das sind so die Gedärme von einem Leopardenfrosch, wenn man sich die im Mikroskop anguckt. Also auch im Mikrobild Nummer 7. Dann Nummer 8 ist wieder Makro. Das ist das Ganges Brahmaputra. Das ist ein Fluss in Asien, in Indien. Und das ist so dieses Flussdelta, wo der Fluss ins Meer sich aufspaltet in diese ganzen Teilflüsse, die so ins Meer gehen. Dann haben wir Nummer 9. Das ist auch wieder Makro. Das ist so eine Insel in Japan. Da sieht man hier so das Eis, wie sich so Eis formt um die Insel rum. Auch aus dem Weltall aufgenommen. Und das letzte, was so ein bisschen aussieht wie ein Wald vom Satellitenbild, ist aber kein Wald, sondern die Oberfläche von der Zunge von dem Leopardenfrosch. So sieht die Oberfläche der Zunge vom Leopardenfrosch aus, wenn man sich die Mikroskop. So, wie viele hattet da richtig? Jemand alles richtig? Kriegt sofort einen Job bei der NASA. Sonst noch jemand? So, Nummer 5. Wollt ihr euch nochmal den verrotteten Zahn angucken oder was? Ja, immer schön Zähne putzen, ne? Sonst sieht es so aus. Okay, alles klar, kurz eine Minute, könnt ihr euch noch mal kurz beraten, während ich hier umschalte auf die andere. Okay, alles geregelt, alle Mikro- und Makro-Fragen geklärt, alle noch fit für die zweite Runde. Okay, alle Stifte zurückgegeben, wenn nicht, machen wir das gleich noch. Okay, zweite Runde von der Vorlesung. Also, wir waren soweit,
Wir hatten geklärt, warum wir so gerne hochgehen als Astrophysiker, warum wir hier Teleskope ins Weltall schicken, warum unsere Teleskope am Boden so hoch wie möglich auf den Berg gebaut werden. Jetzt sieht man hier im infraroten Licht, also dieses Licht, was so ein bisschen direkt neben dem Licht ist, was wir sehen können, geht das Licht so tief in die Atmosphäre rein, wie Flugzeuge fliegen. Und jetzt denkt man sich, ja, da hat bestimmt nur der Typ oder die Typin, die das Bild gemacht hat, da so ein Flugzeug reingemalt, damit man so eine Ahnung hat, wie hoch das Licht geht. Keiner ist da so beknackt und baut ein Teleskop auf dem Flugzeug, oder? Falsch. Es gibt so ein Ding wie ein Teleskop aus dem Flugzeug, nennt sich SOFIA. Das ist die Abkürzung für Stratosphärenobservatorium für Infrarotastronomie. Habe ich ja schon erzählt, die Wissenschaftler lieben solche Abkürzungen. Funktioniert auch auf Englisch, Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy. Und ist hier so eine Boeing 747 mit so einer riesen Garagentür hinten drauf, die so aufgeht und dann ist da ein Teleskop dahinter. Und als ich damals ein Student war, also so wie ihr, mein erster Tag an der Uni, in der Uni Köln, habe ich so ein Poster von SOFIA gesehen und dachte, boah, wie geil wäre das denn, wenn ich irgendwann mal hier so ein kleines Schräubchen an SOFIA festdrehe oder eins von den Instrumenten baue, dass man mit SOFIA fliegt. Also das war wirklich so ein Ding, was mich von Anfang an fasziniert hat. Und heute kann ich hier stehen und sogar sagen, das ist nicht nur meine Schraube und mein Instrument, sondern ich selber schon 7-mal mit SOFIA geflogen bin in der Zwischenzeit. Hier seht ihr, fliegen wir gerade über den Mars. Ja, habt ihr aufgepasst. Ne? Das ist der Grand Canyon. Sieht auch so ein bisschen aus wie der Mars. Ne? Aber ist gut, ihr passt auf. Das ist natürlich nicht der Mars. Man fliegt ja mit Flugzeug nicht. Ja, so sieht es aus, wie wir da arbeiten. Genau, also es gibt tatsächlich so ein Ding wie ein Teleskop auf dem Flugzeug. Nennt sich SOFIA. Hier auch nochmal ein Bild von mir mit SOFIA, damit ihr ungefähr wisst, so SOFIA hat die Größe vom Flugzeug. Wer immer noch nicht denkt, dass SOFIA cool ist, habe ich nochmal zwei andere Sachen mitgebracht. Und zwar einmal gibt es eine Quartettkarte von SOFIA. Also für die von euch, das ist das Superjet-Quartett von Ravensburger, für die Experten von euch. Also damit habe ich meinen kleinen Neffen überzeugt, dass SOFIA ganz cool ist. Ist aber nicht die beste Karte in dem Spiel, aber gibt eine SOFIA-Quartettkarte. Und dann natürlich die ultimativ coolste Sache mit SOFIA ist, SOFIA war mal in der Big Bang Theory, seht ihr hier hinten. Da ist ein Modell von SOFIA hinter Sheldon bei der Big Bang Theory. Also viel cooler geht es ja eigentlich gar nicht. Okay, dann mal so ein bisschen die Frage, was beobachte ich da? Also warum war ich jetzt auf SOFIA? Was habe ich mit SOFIA gemacht? Was ich beobachtet habe, sind sogenannte Exoplaneten, extrasolare Planeten, Planeten außerhalb von unserem Sonnensystem, also Planeten um andere Sonnen außer unserer Sonne. Und inzwischen kennen wir 4538, habe ich heute Morgen noch auf der NASA-Internetseite nachgeguckt, kennen wir 4538 Planeten um andere Sterne. Und die haben halt wirklich alle möglichen Farben, Formen, Größen, auch viele ganz anders als die Planeten, die wir von unserem Sonnensystem her kennen. Und ist auch ein sehr wichtiges Thema in der Schweiz oder bekanntes Thema in der Schweiz, haben vielleicht einige von euch mitgekriegt, vor 2-3 Jahren haben nämlich zwei Schweizer, der Didier Queloz und der Michel Major, der hier hat das Büro neben mir an der ETH im Moment, witzigerweise, die haben einen Nobelpreis für gekriegt, 2019, für die Entdeckung von den ersten von diesen Exoplaneten. Also die haben 1995, glaube ich, den allerersten Planet außerhalb von unserem Sonnensystem entdeckt und dann 25 Jahre später den Nobelpreis dafür gekriegt. Und wie ich gerade gezeigt habe, das war der erste. Inzwischen kennen wir 4500 davon. Also die haben wirklich mit dieser Entdeckung damals ein ganz neues Feld der Wissenschaft gestartet, mit der ersten Entdeckung von so einem Ding. Und auch so ein bisschen diese Astrobiologie losgetreten. Weil jetzt wissen wir, es gibt ganz viele andere Planeten. Das heißt, wir können dann auch anfangen zu überlegen, gibt es Leben auf diesen anderen Planeten? Das klingt jetzt so ein bisschen, als wäre es einfach. Ne? Ja, die haben das 25 Jahre her, haben sie den ersten gefunden. Ihr habt schon 4000 davon gefunden. Das ist aber echt, echt schwer, diese Exoplaneten zu beobachten. Und um das euch zu verdeutlichen, habe ich hier mal ein Video mitgebracht. Das sind echte Daten, das ist echte Beobachtung von einem NASA-Sonnenteleskop. Da seht ihr hier diesen kleinen schwarzen Punkt. Also wenn ihr den nicht seht, ist das eigentlich genau das, was ich euch zeigen will. Dieser kleine schwarze Punkt, der hier lang wandert. Das ist der Planet Merkur, wie der zwischen uns und der Sonne herzieht. Also alle paar Jahre gibt es halt mal so eine Konstellation,
wo der Merkur zwischen uns und der Sonne herzieht. Und da haben sie diese Aufnahmen gemacht worden. Und daran könnt ihr erkennen, wie schwer das ist, für uns diese Planeten um andere Sterne zu finden. Wir gucken nach diesen miniaturkleinen schwarzen Punkten neben diesen riesigen brennenden Kugeln. So schwer, also das könnt ihr euch ja vorstellen, das ist wie, als würde ich, weiß ich nicht, eine kleine Glühbirne neben einem riesen Flutlichtmast suchen oder ein Glühwürmchen neben einem Autoscheinwerfer. Das ist halt so wirklich die Herausforderung, die wir haben, solche anderen Planeten um andere Sonnen zu finden. Dieses Video zeigt jetzt aber nicht nur die Herausforderung, das zeigt auch eine von den Lösungen, die wir gefunden haben, diese Planeten um andere Sterne zu finden. Denn manchmal haben wir nicht nur Glück, dass der Merkur zwischen uns und der Sonne herzieht, manchmal haben wir auch super, super Glück und sehen andere Planeten, wie die vor ihren Sternen vorbeiziehen. Und jedes Mal, wenn dann so ein Planet vor dem Stern vorbeizieht, wird der Stern ein ganz, ganz kleines bisschen dunkler. Das sieht man hier, wenn man so die Helligkeit von dem Stern misst, dann geht die Helligkeit von dem Stern ein bisschen runter und dann wieder hoch. Und das ist halt jedes Mal, wenn der Planet vor dem Stern vorbeizieht, wird der Stern ein bisschen dunkler. Und jedes Mal, immer nach der gleichen Periode, immer nach dieser Umlaufzeit von dem Planeten, immer wieder wie so ein Herzschlag, wird der Stern dunkler und wieder heller und dunkler und wieder heller. Und daraus ist eine von den Beobachtungen, aus dem wir schließen können, da gibt es einen Planeten. Dann kann man auch zum Beispiel an der Tiefe, man sieht hier ein kleiner Planet, macht halt so einen kleinen Wobbel hier, ein etwas größerer Planet, verdeckt natürlich mehr von dem Stern, macht einen tieferen Wobbel. Von dieser Form kann man natürlich auch ganz viele Sachen schon schließen, über die Größe, über die Dauer der Umlaufbahn und solche Sachen von diesem Planeten. Und das ist halt auch genau die Beobachtung, die ich mit Sophia gemacht habe. Also hier seht ihr mich. Die erste Exoplaneten, sogenannte Transitbeobachtung mit Sophia, inzwischen auch schon 8 Jahre her. Da sieht er mich hier in der Ecke mit meinem Team. Ich bin so der Einzige, der sich irgendwie freut. Der Rest war nur so genervt, dass die für mich arbeiten mussten. Was ihr hier auch seht, das Team sind nicht nur Typen. Ne? Also hier sind zumindest noch 3 Frauen dabei, also die Mission Director, Teleskop-Scientist und Instrument-Scientist, also die 3 eigentlich wichtigsten Leute auf dem Flug, waren halt Frauen. Deswegen für die Girls hier im Raum, lasst euch nicht von irgendwelchen Jungs erzählen, ihr könntet nicht zur NASA gehen. Dieser Flug wäre nicht passiert, wenn da nicht auch noch ein paar Ladies bei gewesen wären. Ne? Also lasst euch nicht entmutigen, da gibt es auch Jobs für alle bei der NASA. Das ist mir wichtig immer zu erwähnen. Jedenfalls, das war dann unsere Beobachtung in der Nacht. Das war am nächsten Morgen und das ist diese Beobachtung, die ich gemacht habe. Also das sind die Daten, die wir da genommen haben, habe ich ja erzählt. Wir haben die Helligkeit von dem Stern gemessen, hier bei 1. Dann geht die Helligkeit über die Zeit ein bisschen runter und dann geht hier hinten die Helligkeit wieder hoch. Und das ist genau dieser Effekt, den ich vorher gezeigt habe. Da geht der Planet vor dem Stern, die Helligkeit vom Stern geht runter und dann wieder hoch. Dann habe ich auch nochmal ein Bild gemacht. Das war dann ich nächsten Morgen, nachdem wir diese Messung gemacht haben, auf dem Rückflug kurz vor der Landung. Das ist auch das Erste, was ihr alle lernen müsst, wenn ihr bei der NASA arbeitet, wenn die Mission funktioniert hat, Daumen nach oben. Ne? Das ist die erste wichtige Geste, die ihr alle lernt. Genau, da sehen wir schon die Experten, die haben es drauf. Genau, alles klar, müsst ihr alle drauf haben. Gut, dann wollte ich noch so ein bisschen erzählen. Ich habe ja schon erwähnt, diese Exoplaneten, diese Planeten um andere Sterne, die wir finden, die sind halt schon echt anders als die Planeten, die wir bei uns aus dem Sonnensystem kennen. Ein Beispiel sind diese sogenannten heißen Jupiter. Das sind also Planeten, die haben die Größe vom Jupiter, also sind schon so riesige Gasgiganten. Die sind aber super, super nah an dem Stern dran. Also ein bisschen wie der Merkur. Auf ganz engen Umlaufbahnen, so in 2, 3 Tagen drehen die sich einmal um den Stern rum, auch den ich da beobachtet habe. Und das sind halt einfach Planeten, die kennen wir in unserem Sonnensystem gar nicht. Die sind 3000, 4000 Grad heiß, sind nur ganz, ganz nah an ihrem Planeten, an ihrem Stern dran. Also wirklich eine Art von Planeten, die wir vorher gar nicht kannten. Ein anderes Beispiel sind sogenannte Supererden oder Mini-Neptuns, weil eigentlich die meisten von diesen 4000, 5000 Planeten, die wir gefunden haben, haben so eine Zwischengröße zwischen Erde und Neptun. Und wer sich so von euch ein bisschen im Sonnensystem auskennt, bei uns gibt es jede Menge so kleine Gesteinsplaneten, so Erde, Venus, Mars, Merkur und dann so große Eis-Gasgiganten wie Uranus, Neptun, Jupiter und Saturn. Aber wir haben gar keine so eine Zwischengröße. Also von den meisten Planeten, die wir da draußen sehen, haben wir gar kein Beispiel in unserem Sonnensystem. Und deswegen ist eine große Frage, die wir gerade versuchen zu beantworten, diese Zwischengröße,
diese Planeten in der Größe zwischen Erde und Neptun, sind das mehr so aufgeblasene Erden oder also Supererden deswegen oder so eingeschrumpfte Neptune, also deswegen Mini-Neptun? Das ist eine von den großen Fragen, die wir im Moment versuchen zu beantworten. Und dann die riesengroße Frage, und das geht natürlich zurück zu dieser Astrobiologie und zu Leben im All, ist, was wir Biosignaturen nennen. Also irgendwann hoffen wir dann auch, dass wir in diesem, was wir spektroskopischen Fingerabdruck von so einem Planeten nennen, dass wir da drin Spuren von Leben finden können. Also wir können so Moleküle, verschiedene Chemikalien in den Atmosphären sehen und dann aus bestimmten Kombinationen von Molekülen, von Chemie in dieser Atmosphäre können wir sagen, da könnte es Leben geben. Und ein Beispiel dafür ist, wenn wir Sauerstoff und Methan gleichzeitig finden. Also wir denken, wenn wir Sauerstoff und Methan gleichzeitig in so einer Atmosphäre finden, dann ist das schon ein ziemlich gutes Zeichen für Leben zu finden. Und den Vergleich, den ich immer mache, ist so ein bisschen wie, wenn ich euch alle mit Pizza in einen Raum stelle. Was passiert dann? Die Pizza ist ziemlich schnell auf, ne? Die habt ihr ganz schnell weggefuttert und 10 Minuten später ist keine Pizza mehr da und nur noch ihr. Und genauso ist das mit Sauerstoff und Methan in so einer Atmosphäre. Wenn ich Sauerstoff und Methan alleine in der Atmosphäre lasse, dann lösen die sich chemikalisch auf. Dann ist irgendwann nur noch Sauerstoff da. Das heißt also, wenn ich hier eine Pizza finde, hat irgendjemand gerade die Pizza geliefert, weil ihr die nämlich so schnell wegputzen würdet. Und genauso ist das in so einer Atmosphäre. Wenn ich da Methan finde, während Sauerstoff da ist, dann hat irgendwer gerade dieses Methan geliefert. Und das kann eigentlich nur Leben sein. Und deswegen ist so eine Kombination aus Sauerstoff und Methan gleichzeitig, so wie Studenten oder Schüler und Pizza gleichzeitig, für uns ein ziemlich guter Lebensbeweis. Dann ist umgekehrt aber natürlich so ein Planet, ist ja nicht nur die Biosphäre, ist ja nicht nur die Menschen und die Tiere und die Wälder, die mit der Atmosphäre, wir sind fast fertig, keine Sorge, die mit der Atmosphäre interagieren, da der Ozean interagiert mit der Atmosphäre, das Eis, da gibt es Vulkane, die explodieren, da gibt es Blitze, und die oben in die Atmosphäre einschlagen, die man messen muss. Das sind halt ganz, ganz viele Faktoren, die zusammenkommen, um so eine Planetenatmosphäre überhaupt erst zu machen. Und das ist halt genau so ein Beispiel, was wir ganz am Anfang hatten mit diesem Elefanten. Wenn ich so eine Planetenatmosphäre verstehen will, dann brauche ich einen Experten, der sich mit Vulkanen auskennt. Ich brauche einen Experten, der sich mit dem Eis auskennt. Ich brauche einen Experten, der sich mit Blitzen auskennt. Ich brauche einen Experten, der sich mit Ozeanen und Atmosphäreninteraktionen auskennt. Das ist halt genauso eins von diesen astrobiologischen Elefantenproblemen, wo ich halt aus allen Bereichen Leute zusammen haben muss, um diese Frage zu lösen. Dann noch so eine von den, was ich finde, so die bisher coolste Sache, die wir rausgefunden haben, ist, dass so jeder 5. bis jeder 10. Stern da draußen so einen Planeten hat, der so ähnlich ist wie die Erde. Also wenn ihr das nächste Mal in die Berge geht oder mal Sterne seht, zählt mal bis 5, zählt mal bis 10. So jeder 5., jeder 10. Stern, bis zu dem ihr zählt, hat einen Planet, der so ungefähr die Größe der Erde hat, ungefähr die richtige Temperatur hat, dass es da vielleicht Leben geben könnte. Also zumindest die Temperatur und die Größe ist okay, dass man da unter Umständen flüssiges Wasser hat und Leben haben könnte. Und mit der nächsten Generation von Teleskopen, und das ist dieses, das nennt sich LIFE-Teleskop, ist das Projekt, bei dem ich bei der ETH dran arbeite. Da wollen wir mehrere Teleskope zusammenschalten, um dann tatsächlich diese Biosignaturen, diese Lebenszeichen auf anderen Planeten zu messen. Das ist mein Projekt, an dem ich gerade mit vielen, vielen anderen, diesen Elefanten, also auch mit Geologen und Biologen und Chemikern an der ETH zusammenarbeite, und vor allem auch Ingenieuren natürlich, die diese Teleskope bauen, um dann vielleicht in 10, 20 Jahren, wenn ihr dann anfangen zu studieren oder wenn ihr eure Doktorarbeiten schreibt, dann haben wir hoffentlich dieses Teleskop für euch fertig, um dann wirklich bei diesen Planeten rauszufinden, wie die aussehen. Also wirklich diese Planeten, die so ähnlich sind wie die Erde, bei denen rauszufinden, ob die so aussehen wie der Mars, also eher so eine kalte, karge Wüste oder so einen heißen, teuflischen Planet wie die Venus oder tatsächlich so ein belebter Planet wie unsere Erde ist. Also mit diesen Teleskopen, mit dieser nächsten Generation, in 10, 20 Jahren, wenn ihr dann Wissenschaftler werdet, habt ihr die hoffentlich in eurer Hand. Und deswegen sind wir oder ihr die erste Generation in der Geschichte der Menschheit, die Leben im All finden kann. Also wir haben zum ersten Mal die Technologie, die richtigen Teleskope, die richtige Zeit,
um andere Planeten zu finden und auf den anderen Planeten auch nach Leben zu suchen. Aber wie ihr alle wisst, sind wir natürlich auch die Generation in der Geschichte, die am meisten auf den einen Planeten aufpassen muss. Weil bisher ist das immer noch der einzige Planet, den wir kennen, auf dem es Leben gibt. Und das war's. Dankeschön.